Was bedeutet Klima? Das Wort Klima entstammt der griechischen Sprache und bedeutet Neigung. Es wurde bereits im 5. Jahrhundert vor Christus von Hippokrates und Parmenides verwendet. Neigung bezeichnet dabei den Neigungswinkel der Sonne relativ zur Erdoberfläche, das heißt den Zenitwinkel. Wenn die Sonne in einem senkrechten Winkel zur Erdoberfläche steht, fällt viel Sonnenstrahlung auf die Erdoberfläche ein und das Klima tendiert dazu, warm zu sein. In den höheren Gebieten ist der Neigungswinkel eher flach. Damit erreicht weniger Sonneneinstrahlung die Erdoberfläche und das Klima tendiert dazu, kälter zu sein. Wichtig ist dabei also zu verstehen, dass Klima bereits immer den Begriff des Wandels in sich hatte, hier als Wandel im Raum. Im 17. Jahrhundert wurde dann mit der Erfindung des Barometers und Thermometers die messtechnische Voraussetzung geschaffen, um den Atmosphärenzustand zu charakterisieren. Im Jahr 1780 wurde die Societas Meteorologica Palatina gegründet. Auf Deutsch heißt das die Pfälzische Meteorologische Gesellschaft, die zum ersten Mal ein weltweites Netzwerk von Atmosphärenmessungen etabliert hat, mit Stationen in Europa, Grönland und Nordamerika. Diese Messungen fanden statt bis 1795 und wurden regelmäßig veröffentlicht. In einer gewissen Weise ist das also die Geburtsstunde der Klimaforschung als Datenwissenschaft. Auch in Wien gibt es eine lange Tradition der Klimaforschung. Im Jahr 1851 wurde die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gegründet, die bis heute die Aufgaben des österreichischen Wetterdienst wahrnimmt. Wenn wir nun ein bisschen nach vorne springen, in die Mitte des 20. Jahrhunderts, dann sehen wir, dass in den 1950er Jahren Computer erfunden wurden. Diese Computer haben es erlaubt, Klimamodelle zu bauen, also mathematische Repräsentierung des Klimasystems im Computer. Tatsächlich wurden in den 1960er Jahren die ersten globalen Klimamodelle erschaffen. In den 60er Jahren kam es auch zur erstmaligen Beobachtung des Klimasystems aus dem Weltraum durch Satelliten. Sowohl die Klimamodellierung als auch die Erdbeobachtung des Satelliten waren Meilensteine in der Klimaforschung. In den 70er Jahren ist dann für die Klimaforschung die politische und sozialwissenschaftliche Dimension dazugekommen. 1979 ist ein Bericht erschienen unter dem Titel Carbon Dioxide and Climate, a Scientific Assessment. Dieser Bericht wurde unter der Federführung des Meteorologen Jules Charney erstellt und ist deswegen allgemein als Charney-Report bekannt. Er war der erste Expertenbericht, der den Kenntnisstand der Klimaforschung zusammengetragen hat und ihn für politisch handelnde Akteure aufbereitet hat. Damit war der Charney-Report quasi der Vorreiter der Sachstandsberichte des Weltklimarats oder des IPCC, des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen. Der IPCC wurde 1988 gegründet von den Vereinten Nationen und der Weltorganisation für Meteorologie. Er veröffentlicht alle etwa 7 Jahre einen Sachstandsbericht. Der letzte ist im Jahr 2013 erschienen. Dies hier ist der Bericht der ersten Arbeitsgruppe. Mehr als 2000 Seiten, mehrere hundert Autoren haben daran mitgewirkt. Insgesamt gibt es 3 Arbeitsgruppen dieses Sachstandsberichts. Der aktuelle Bericht ist gerade in Vorbereitung. Das wird der 6. Sachstandsbericht sein. Der wird entweder in diesem Jahr 2021 erscheinen oder im kommenden Jahr 2022. Damit hat sich die Klimaforschung heutzutage zu einem interdisziplinären Forschungsfeld entwickelt, das sowohl naturwissenschaftliche Aspekte beinhaltet, als auch politische, sozialwissenschaftliche und wirtschaftliche Aspekte. Für mich persönlich macht das gerade den Reiz aus, in der Klimaforschung tätig zu sein.